Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge sind wir ein bisschen durch die Gegend gecruised, haben hier und da so ein paar Kleinigkeiten erledigt, so ein paar Monster erledigt. Wir haben den höchsten Schwierigkeitsgrad freigeschaltet, guck ich das an Chaos. Oh mein Gott. Und ja, wir sind jetzt hier im Duvalwald und Davalwald. Und ja, ich habe herausgefunden, oder ich denke, ich habe herausgefunden, was man hier machen muss. Und ja. Hier, rote Dämpfe erfüllen die Luft. So scheinst du nicht durchkommen zu können. Soweit waren wir schon, ne? Wir sind ja mal zufällig hier reingegangen, weil das Monster hat wir hier erledigen müssen. Da war Level 65. Diesen Auftrag hier, den wir ja nur erledigen müssen. Und ja, jetzt stehen die natürlich ein bisschen ungünstig da. So, da bin ich erst hier hingegangen, habe die Truhe geöffnet, war ein Arcana Trank drinne, habe ich weggeschmissen, zerstört meine ich. Und ja, so wie dazu. Und dann ist mir hier was aufgefallen. Ich bin hier vorbeigelaufen. Hier ist es natürlich nicht, aber hier ist was gewesen. Dann habe ich gesehen, hier ist was Rotes und da ist Prüfen. Und wenn wir das prüfen, dann steht da die rote Frucht ist reif. Möchtest du sie versuchen und die Frucht essen? Mach mal. Du weißt, wenn die rote Frucht ist, wird sie sich die rote Dämpfe verursachte Vergiftung aufheben. Du könntest nun gefahrlos hindurchgehen, hoffentlich. Ja. Wie gesagt, das Viech, das hier haust, ist Level 65. Also mussten wir es ja wohl. Jawohl. Weil ich schon relativ früher hier erledigen können. Und ja, jetzt sind wir endlich hier drin und können hier fortschreiten und gucken, was hier noch so ist. Und ja, Gott sei Dank. Und du bist ganz schön schnell. So, erster Kampf auf Chaos. Wir sind Level 54. Werte von allen Gegnern sind jetzt noch mal, weiß ich nicht, ein paar Prozente höher geschossen. Storymäßig wird wahrscheinlich diese Woche nichts mehr passieren. Aber naja, was soll's. Das haben wir wenigstens alles andere schon mal erledigt und sind gut vorbereitet für diesen Kampf. 81. Und ja. Mein Gott, ey. Weil ich das Ding zum ersten Mal irgendwie gesehen habe, habe ich mir nur gedacht, oh. Ja, dann hätte ich aufnehmen sollen. Als hätte ich irgendwie einen Sinn des Lebens irgendwie so für mich entdeckt. So, oh. Aber okay. Ja, finde ich gut, dass wir endlich mal hier rein können. Ey, meine Fresse. Wenn wir schon viel früher machen können. Wir werden jetzt wahrscheinlich das Viech, das hier wartet, Stufe Rot Gegner Viech hier mit Leichtigkeit erledigen. So, bist du ein neuer Gegner? Fee? Nein. Ja, wir werden natürlich hier durchcruisen, als wäre das nix. Also jetzt hier nicht das Problem. Also mal schauen. Ja. Alter. Haben wir auch das erledigt. Dann haben wir das Heilmittel hoffentlich am Ende des Parts hergestellt bekommen. Das Set bekommt dann bestimmt auch eine Farbvariation, weil das irgendwie den seine persönliche Quest ist oder so, ne? Dann haben wir lilane Früchte. Blaufrüchte. Ist die Blaufrucht gegessen? Stell ich mal vor, die Früchte sind aus, dann sind wir ja verloren. Sehe ich so, als könnten wir hier so drüber klettern oder so, ne? Rollenspiellogik. Und ja, gut. Alter. Na, weiß ich nicht, was soll ich jetzt hier noch großartig sagen? Gegner sind zu schwach hier, mit denen brauchen wir uns nicht aufhalten. Natürlich werden wir wahrscheinlich auch Leichtigkeit erledigen innerhalb 5 Minuten. Oder noch weniger. Eigentlich dauert jeder Kampf so 5 Minuten, egal wie schwer. Zerstören übrigens. Und ja. Keine Ahnung. Gehen wir einfach durch, schließen halt ab und dann sehen wir, was wir mit dem Rest des Parts machen. Wir bleiben nur noch hier. Das in die Sold, von dem ich mir sehr stark mal annehme, dass wir das noch nicht schaffen. Und der Kampf gegen Phönix. Und der war schon auf den hohen Schwierigkeitsgrad, war er schon übelst übermächtig. Also jetzt, da ich den noch mal höher gestellt habe, wird er wahrscheinlich weit über Level 100 sein.
also unbesiegbar für uns. Moment. Ich habe 28 Millionen bekommen. Alter. So. Mein Gott, wir sind hier oben. Hier ist eine Rotfrucht. Lag da irgendwas Pelz. Also ich werde die meisten. Ich habe noch nicht gesehen, wo hier irgendwas Rotes ist, aber schauen wir mal. Ach, da kann man auch noch hoch. Hm. Warum können wir die Dinger nicht hier kaputt machen? Verstehe nicht. Ja, da können wir nur mit dem Geobett drüber. Merke ich gerade, das sieht schon so aus. Dreck. Ich meine, das mit der Dingens, ja, das Teilmittel aber sehr weit drin. Ne? Oh, da ist das rote Teil. Oh, das ist für Seelen, die brauchen wir sogar. Ach, da ist doch die nächste. Okay, gut. Hier nicht nochmal rein. Kampfmusik gewandt, Velvet. Vierte Kampfmusik, okay. Haben wir schon so viele? Oh, noch mehr Seelen. Na, ist eine gelbe. Die gelbe Frucht gegessen. Sie wurde gegessen. Oh mein Gott, ehrlich. Ich auf den Arm nehmen. Ich bin die ersten 3 Sekunden des Kampfes unbesiegbar, ne? Ich hätte nur so ein Schild gesehen. So. Mutter. Jetzt soll deine Dings ein. Da lagen gerade so viele. Okay. Geht auch. Ich vergaß, die Gegner sind ein bisschen schwächer, ja. Weil ich schon hätte viel früher hier hingehen können. Also ja. Oder der rote Punkt hat sich gerade teleportiert, habe ich gesehen. In der Aufnahme. Wo bist Viech? Geh weg. Wo bist du denn hin? Nach da oben. Kann ich da oben irgendwo hin? Halt. Ja, ich brauche ausnahmsweise mal ein paar Seelen. Ja, schon vorher ich die bekommen habe, da muss ich noch mal hier reinrennen. Und dann notieren. Jetzt weiß ich, dass nur noch die Dings hier. Moment. Die Stufe 4 Insel Dinger zur Verfügung stehen. Okay, ich gehe mal zurück. Ja, ne? Stimmt, da war irgendwo so eine Barriere, glaube ich. Geh weg. Tut echt meine Zeit verschwenden. Tut echt wirklich nur meine Zeit verschwenden. Bringt mir keine Erfahrungspunkte. Gegenstände von euch habe ich auch schon alle. Guck ich das mal an, ja. Viele von den Viecher hier rumlaufen. Geh weg. Oh, das ist Geobot. Heil. Muss mal zu den einen Viechlein rennen. Geh weg. Boah. Von euch habe ich noch nichts. Kann das denn schon wieder sein? Was ist das? Gibt's doch nicht. Sagt ihr mir hier, ich habe eure Gegenstände noch nicht eingesackt. Wer hat die aus meinem Weg hier geschossen? Was ist das? Kein neuer Gegenstand. Bleh. Dann gehen wir mal direkt zurück. Mein Gott. Ich kann ja unter dem Rock gucken, Lafayette. Oh mein Gott. Warum geht das nicht bei mir jetzt, obwohl die haben eigentlich keine Rückhand, ne? Hat Velvet einen Rock an? Nee, ne? Ja, sie hat einen Rock an, glaube ich, ne? Ja. Weiß ich nicht. Ne, sie hat auch keinen Rock. Magilo hat, ja, weiß ich nicht. Sie hat einen Buchrock an. Sie hat einen Rock an. So, da brauche ich keine Dinger mehr, ne? Du, ja, ich wusste es. Ganz schön intelligent, ey. Benutzen die Seelen, um mich irgendwie einzufangen, ey.
so eine Venusfliegenfalle. Wo die bleiben einfach nur offen und warten, bis irgendwie irgendwas reinkommt. Ich habe irgendwie ein Video gesehen, da weiß ich, da ist eine, weiß nicht, was war das? Eine Maus oder irgendwie sowas? Nee. Irgendwie alt. Und ich war rote, ehrlich. Weil ich, da war ein Video von dem Venus Fliegenfalle. Okay, sehr gut. Finde ich gut, dass ich die Gegner einfach überrennen kann. Also so hochgelevelt bin ich noch. Da war ein Video von der Venus Fliegenfalle, die hat irgendein Tier gefressen irgendwie, weil nicht, da hat die ganze Zeit gewartet, bis das Viech irgendwie nah rangegangen ist. Hat sich kein Stückchen mehr bewegt und dann einfach so ganz langsam blöpp zugegangen. Das Viech wurde dann irgendwie, weil nicht, verätzt oder so. Irgendwie blöde. Ist eine Pflanze irgendwie, die warten muss, bis irgendwas näher kommt. Und dann muss er essen. Ist irgendwie blöd. Ah, was geht? Ich bin ein Baum. Ich meine, hier funktioniert heute irgendwie nicht, habe ich so ein Gefühl. Ich habe vielleicht geplant, noch irgendwas anderes aufzunehmen und ja, das kann ja nur gut gehen. So, komm her. Dreiede. Du hinterlässt irgendwie so was, weiß ich nicht, dass irgendwie mehr Dingens gibt hier. Nee, mehr Schaden. Mein Mystikart für meine AP unter 25% oder 20% oder irgendwie sowas sind. Ich wollte meine Mystikart gerade einsetzen. Die hätte bestimmt geklappt, ey. Sie sieht ein bisschen aus wie Dingens. Kamor, wenn sie verwandelt war. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Oh, ich kann meine Musik gar nicht einsetzen. Ist auch egal, wie nur so ein Baum, der irgendwie 20 Level unter mir ist. 4. Ja, wenn ein Gegner nicht irgendwie 10 Level über mir ist, ist das kein Problem. Also ja. Gegner Guru. Entität des Helden. Wird bei Zielen mit 25% oder weniger KP den Heilwert. Den Heilungs. Was? Ah, ich verstehe es nicht. Ja. Den Heilungswert von mystischen Arts, okay. Gegner Guru. 200 Gegnertypen entdeckt. Gut, haben wir das auch noch. Ich wollte jetzt hier schon direkt rausgehen, aber dann ist mir noch eingefallen, ich muss noch ein Heilmittel suchen. Ah. So, ach, jetzt muss ich das Ding wiederholen, ne? Okay. Stirb. Die. What, hier. Okay. Dann suchen wir noch das Heilmittel und dann verduften wir von hier. Ich habe bis jetzt auch alle Dingens, alle Stufe Rot Gegner erledigt, die mir weil nicht angezeigt worden sind. Na, also alle, die wahrscheinlich bisher erreicht werden können, ne? Nehme ich an. Ah, da fühle ich mich auch speziell. Das heißt, ich kann stärker kann ich jetzt im Moment nicht werden, außer natürlich ich trainiere. Boom. Gut. Gut doch. Hey, er ist ausgewichen. Nein, du hast ihn verfehlt. Er ist ausgewichen. So, sind wir schon da? Nein, ein Gebiet noch, nehme ich an. Und da wir nicht gegen Gegner kämpfen werden, gib mir das. Jetzt ist da so eine gelbe Barriere. Ich muss noch mal zurück. Das wäre ein richtiger Arschmove. Ich brauche mal Rotes. Müsste mir doch noch irgendwo geben, ne? Da. Crafting. Gut. Gut doch. Dann. Zeig. Nur Seelen. Ja, okay, nur Seelen ist gut. Ich brauche ein paar Seelen. Für Katzdrohnen, ja. Ich hoffentlich im nächsten Part alle endlich mal angesammelt habe. Wir auch streichen können,
schon mal alles Nebensächliche erledigt haben. Blau, 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 blau. Er ist doch brutal. Roadkill. Boah. Sehr geil. Alles klärchen. Wird das Heilmittel wahrscheinlich nicht umsonst bekommen. Da wird wahrscheinlich irgendwas warten, das mich noch erledigen will. Ne? So läuft das doch hier in dem Spiel. Kann da nichts geschenkt werden oder so, ne? Oh, ich bin noch blau. Ich bin noch blau. Stirb. Alter, ist das brutal. So, das ist unser Ziel. Stirb. Jawohl, die Seelen sammeln sich auch langsam wieder an. Dafür war die blaue Frucht da vorne. Wenn ich wieder zurück kann, ne? Stirb. Okay. Okay. So oder so. Rot. Boah. Stirb. Und Frust hier auslassen. Haben unsere Monster. Wollte ich schon sagen. Muss meine Frust an harmlosen Monstern auslassen. Genau. Okay. Meine ganzen Kräuter soll ich auch mal einsetzen. Ich auch noch nicht gemacht. Wir haben irgendwie mehr gehabt in Tales of Hysteria. Dann habe ich immer welche eingesetzt, wenn ich 15 von irgendwelche hatte, aber sehr kam es noch nicht dazu. Ja, was haben wir da? Seelen? Seelen. Gib mir eure Seelen. Boah, Block. Oh, lecker. Schmeckt nach Katze. Wir sind Asiaten, also spielen Asiaten, mehr oder weniger. So. Wir sagen mir nicht, ich brauche eine Anlauffarbe. Bitte sagen wir, ich brauche blau. Jetzt nehme ich eine blaue Frucht. Okay. Dreck. Hatte ich vorhin eine gelbe? Ne, ich hatte vorhin eine rote. Ne? Wo komme ich denn jetzt Dings her? Was? Dann war ich auch gelb. Kriege ich gelb her? Von einem Raum nach vorne, ne? Da, da ist gelb. Gelb, 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 gelb. Gut. Sieht eigentlich auch cool aus, wenn der Besen. Okay. Natürlich verschränkt er die Arme. Leute. Gut. Bling. Wer bist du? Ich tue noch ein bisschen rauchen. Omega Elixir no Sodai? Omega Elixir no Koto. Das ist eine Anspielung an die Accessoires, die ich euch ausgesucht habe. Wie er sieht stark aus. Das ist ein stinknormaler Exorzist. Das ist ein stinknormaler Exorzist. うん。友達が病気で僕はどうしてもその子を助けたいんだ。他の素材は揃っているのか。うん。最後の一つが何かもわからない。
でも見つけてみせるよ。友達が苦しんでいるのに諦めたくないんだ。持っていきなさい。いいの？あなたもこれを探してたんじゃ。君のおかげで思い出したよ。こう捨てて善に尽くすのが大魔師の使命。友達のために希望を捨てない君の意志こそ 我々が守らなければならないものなんだ。ありがとう。それにある研究所を解読して分かったんだ。オメガエリクシールの5つ目の素材は精霊の祈り。サイカの剣士の暗躍によって精霊は多くの精霊を失った。幸い私の精霊は元のまま残ったが、そいつに命じても 精霊の祈りは手に入らなかった。でも君なら私は世界のため親である前に対魔師でなければならないのだ。許してくれリーブ。最後の素材がわかった。あと一歩だな。あの人 父親が大魔師と言っていたな。ケンカ師匠を持ち出したのが父親なら、ここに至る理由も納得だ。しかし、じゃとするとあやつは息子を見捨てたということになるぞ。自分の子より断りが大事とはひどいやつじゃの。それは理性的な判断ですよ。最後の素材を手に入れられないことが分かっているわけですから。 大人の断りではそうじゃろうがな、子供からしたらショックじゃぞ。リーブも悲しむよね。でも、きっとあの人は苦労して古文書を解読したはずです。ここまで来るのだって相当な危険を冒して。大魔師だって全部を救えるわけじゃない。奴らも葛藤しながら生きてるってことよ。みんながみんな私みたいに勝手に生きたら世界はすぐ滅びちゃうわよ。 正論だが、自覚はあったんだな。お主が大魔師をかばうとはのう。事実を言っただけよ。それにもし戦ってたら殺し合いになってた。だな。それよりは随分マシな結果だ。<笑>すばらしいです。フリーキャス感です。何が正解か私には分からない。でももしリーブが死んでしまったら 悲しむことすらできないのは確かよ。うん。それに、きっと悲しみの中からだって希望は生まれると思う。生きていれば素材は揃ったはずです。リーブの家に行って、オメガエリクシールを作りましょう。しかし、最後の素材、精霊の祈りって。あ、それはフィセット。だけでいいのか？うん。ようわからんが、ライフィセットもアイゼンもビエフもおる。 全員で土下座でもすれば何とかなるじゃろう。ああ、ラフィセットね。オーマイガッド。ああ、だ、食べ、何？あれ？ね、ファイアングスクラフト。ガイ、ダンケ。見て、そう、アイスクローン。そこでダンクライスラウス。 Ich habe verdammt viele Seelen. Boah. Ich brauche 400 noch was hier für die ganze Stufe 4 Klamotten. So, hier ist nichts mehr, dann lass mich rausruhen. Kein Bock, den ganzen Weg nochmal zurückzulaufen. Da wäre ja richtig Öle. So, boah, wo war nochmal? Hier. Da ist schon mal trübseliger Regen. Er war schon immer hier, ja, ne? Oh mein Gott, der ist tot, oder? Liebe, ah, Life Set. Liebe, mein Ischki ist nicht mehr. Aber ich lebe, oder? Bitte, zusammen. Liebe, Life Set, da. Omega Elixir-Materialien gesammelt. Jetzt.
君の解読が正しかったって証明するからね。ライフセット。意識が上ごとです。ずっと同じことを言ってるんです。ごめんね。ライフセット。帰ってなんて言って。本当はもっと話したかった。なの気にしてないよ。友達だから。世界には不思議なものがたくさんあるよ。病気を治していつか一緒に冒険しよう。あ、これはオメガエリクシールだ。なるほどな。精霊の祈りとは。精霊の涙のことだったのね。あなた、帰ってきたんですね。Nein, ich bin nur jemand, der genauso aussieht wie alle anderen. 俺にはこの家に帰る資格がないのに。俺は大切な家族より大魔師の使命を選んでしまったんだ。許してくれとは言わない。この罪は許されるものでは。お父さん。リーブ、お前、体は大丈夫なのか？治ったのよ。お友達が届けてくれたオメガエリクシールのおかげで。オメガエリクシール？お前の友達とはまさか。聞いたよ。お父さんが最後の素材を教えてくれたんだってね。ありがとう。違うんだ、リーブ。父さんはお前を。違わないよ。お父さんは守ってくれているんだから。僕とお母さんが暮らす世界を。いつか僕が冒険する世界を。リーブ。一件落着だな。いや、オメガエリクシールが手に入った。思わぬ収穫だ。しかし、巣は修羅場かとワクワクしたのに、リーブという小僧、なかなかの器じゃわ。素直に良かったと言えないんですか？ま、そこそこ良かったな、ボー。うん、ベルベットが励ましてくれたおかげだよ。私は煽っただけ。励ましてなんかないわよ。こっちも素直じゃない。よくやったわね。あんたは最後まで希望を手放さなかった。うん、諦めたくなかったから。でも褒められることじゃないよ。僕はベルベットみたいに失ってないから何も悩まずにできたんだと思う。そうかもしれないけど、あんたなら大丈夫よ。何かを失って。ただの感想よ。エレノアがうるさいから、ちょっと素直に言ってみただけ。私のせいにしなくてもいいでしょう。Der betende Malak. Das aber auch Blatt vom Weltenbaum. Ich habe keinen Dings bekommen. Blag. Keine Farbvariation. Leck komm ich dran. Zwei Quests noch übrig. Boah, bis zur. Das wird wahrscheinlich alles. Oh, das ist ein Kraut. Wird wahrscheinlich alles für diese Woche sein. Würde ich sagen, bis zur nächsten Folge bin ich bestimmt schon so Level 70 auf jeden Fall, vielleicht sogar noch höher. Ich guck mal, wie ich mich so im empirischen Thron hier schlage mit den Monstern. Und dann gucken wir mal, wie weit ich hoch trainiere. In dem Sinne sage ich dann, das war schon für diesen Part wieder. Und oh. Dann sagen wir mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr mal ein Like, ein Abo, einen Kommentar oder sonst irgendwas hinterlassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wo wir was auch immer machen werden. Ciao.